Herzlich willkommen zurück zu Mr. Bauer Gaming mit seiner Schafhirtsgeschichte. Und zwar der Schafhirt, der sich momentan in Argentinien befindet, um in seiner Heimat etwas nachweisen zu können, um den Hof dann auch legitim, den er von Gabriel gekauft hat, zu nutzen. Er ist also hier in einer Ausbildung, wie man eine Farm führt und leitet. Gestern ist viel passiert, falls ihr das Kapitel von gestern verpasst habt. Das war übrigens in einem Livestream, wo wir das große Feld abgeerntet haben, wo ein Lohnunternehmen gekommen ist und das Gerstenfeld abgeerntet hat. Und es ging natürlich vor allem um das Stroh und das war auch eine sehr, sehr erfolgreiche Aktion. Alles, jede Produktionsstätte der Farm- und Trocknungssysteme sind gefüllt worden. Die Ställe sind auch gefüllt worden, also Stroh ist wieder da. Das Einzige, was noch fehlt, das müssten wir dann vielleicht eventuell nachkaufen. Das ist in den Futterproduktionen, in der Futtermischstätten ist das Stroh bei 500.000 anstatt 800.000 Litern. Da gab es leider nicht genügend Stroh, um diese auch noch zu füllen. Da müssten wir dann eventuell nachkaufen. So, es gibt wieder viel zu tun. Es ist jetzt schon der 2. Dezember, also in die zweite Woche schon gegangen. Es gibt vieles zu tun. Die Kühe sind nun 3000 Stück an der Zahl. Milch gibt es wieder genügend in den Ställen, die man wegfahren kann. Wir können es auf jeden Fall erstmal im Silo lagern und dann zu einem späteren Zeitpunkt wegfahren. Dann, wir müssen auf jeden Fall jetzt noch für den November, weil es gestern ziemlich viel los war, haben wir vergessen, im Prinzip den Monatsabschluss zu machen. Den holen wir jetzt nach. Wir haben gestartet mit 500.000 Euro. Wir haben jetzt 1,4 Millionen auf dem Konto. Das heißt, wir haben eine Differenz von 909.904 Euro. Davon 5% gibt 45.500 Euro, die jetzt auf das Konto des Schafhirts geht. Das machen wir auch gleich. Und zwar haben wir gesagt 45.500 Euro. Somit wird das Konto wieder zurückgesetzt. Na, es ist ja klar, jetzt haben wir wieder 500.000 Euro auf dem Konto. Von jetzt geht die Zählung wieder los. Das heißt, ja, das ist einfach unser Stammkapital, ist die 500.000, die ich hier habe. Ja, dann schauen wir jetzt gleich mal, was wir jetzt heute machen. Ich habe gesehen, dass es in einigen Kuhställen ziemlich viel Gülle gibt. Das heißt, die können wir zwar jetzt nicht mehr zur BGA fahren, weil das Güllelager ist voll. Das heißt, wir fahren diese verkaufen. Das heißt, ja, wir gehen mal zu dem einen Gülle-Tank und fangen an, mal dies zu verkaufen. Machen wir ein bisschen Licht. Wunderbar, das heißt, wir machen Folgendes. Gucken wir mal, in welchem Stall das ist, wo wir so viel Gülle haben. Das ist in Stall 4 zum Beispiel. Dann machen wir Stall 4 und gehen zum Gülleverkauf. So, dann geht das los. Und dann können wir den nächsten nehmen. Dann schauen wir hier, Stall Nummer 6, wunderbar. Stall 6, Verkauf Gülle, wunderbar, okay. So, es gibt Neuigkeiten zu erzählen und zwar ist gestern auch aus Deutschland Besuch gekommen. Die Firma, die gekommen ist, heißt Dino Gas und die hat uns endlich den Trigger geliefert, wo wir das Methan aus der Biogasanlage tatsächlich auch für uns nutzen können. Das werden wir jetzt gleich machen. Sie haben uns auch einen kleinen Trecker mitgebracht, der Methan betrieben ist, als Dankeschön für die Kundschaft und auch ein bisschen Entschuldigung für die längere Wartezeit. Wir befüllen hier diesen Anhänger mit Methan und bringen den dann zu unserem Tank. Ja, jetzt warten wir hier, bis der füllt, bis der voll ist. Man sieht auch, der füllt sich auch schön.
Wir haben auch an Biogas etwas da. Wir haben über 8000 Liter an Methan produziert. Das ist also wieder ein Zeichen für Nachhaltigkeit, die hier groß geschrieben wird. Ganz, ganz wichtig ist hier. Und daher bin ich auch stolz, dass ich das hier so lerne, dass man wirklich eben aus der Kuhproduktion oder aus der Milchproduktion nicht nur Milch kriegt, sondern eben auch Methan machen kann und das dann nutzen kann, um den ganzen Betrieb am Laufen zu halten. Bringen wir das mal zu unserem Tank. Ich weiß, es ist nicht der schnellste Traktor, aber tut seine Arbeit und das ist so gut. Wir haben ja alles im Griff, alles ist gut. Es ist gerade 5 in der Früh. Offenbar ist schon wieder was an Milch verkauft worden. Ja, meine Kollegen sind auch schon aufgestanden, die sind hier auch schon fleißig am Wirken. So, dann überladen wir das mal hier. Dann haben wir schon 3700 Kilo oder Liter Methan selbst produziert und hier zur Verfügung gestellt. Das ist richtig, richtig, richtig gut. Es dauert jetzt eine Weile, bis der hier abgetankt ist. Ist nicht weiter schlimm. Wir können noch mal kurz rekapitulieren, was gestern alles passiert ist. Gestern wurde das Feld 22 mit Gerste drauf geerntet. Es wurde in der Nacht auch schon gegrubbert. Das heißt, es ist schon wieder bereit für die nächste Aussaat, die wir dann erst aber im April oder so dann ausbringen können. Das wäre dann auch schon der Zeitpunkt, wo ich wieder weg bin. Also im März, März gehe ich dann auch wieder nach Wyoming. Bis dahin habe ich hier eigentlich meinen Kurs, meinen Lehrgang abgeschlossen. Ja, ich weiß auf jeden Fall, dass ich viele hier lerne. Viel über eine etwas andere Landwirtschaft, die ich bisher gekannt habe. Das Einzige, was ich ja bisher gekannt habe, waren meine Schafe, die ich dann jedes Jahr ein bisschen weitergeführt habe, immer im Sommer. Und jetzt etwas mal richtig mit der Landwirtschaft zu tun hat hier, also wirklich mit der Produktion von Milch. Ganz, ganz interessant. Natürlich ist auch klar, dass Argentinien, glaube ich, der Weltnummer 14 auf Weltnummer 14 ist, was die Rindfleischproduktion ist. Das heißt, das wird natürlich dann auch noch ein Thema sein, wo wir dann entsprechend diese Aspekte auch noch mit anschauen. Auf jeden Fall hier schon mal richtig cool, dass hier das mit dem Methan und der nachhaltigen Betriebes hier funktioniert. Es gibt nur noch ein oder zwei Fahrzeuge, die auf Diesel betrieben sind. Das ist nicht weiter schlimm. Das ist wirklich vielleicht 5% des Gesamtverbrauches, der auf Diesel hier noch läuft. Alles andere ist umgestellt auf Methan. Ist richtig, richtig gut. Ne? Jetzt werden wir dann im Weg sein für den Milchabtransport hier. Ich hoffe, dass wir bis dahin die 10 oder 8% abgeladen haben und kurz aus dem Weg fahren können. Könnte gerade so gehen. Genau, geht genau so, geht gerade so. Das war wirklich eine Punktlandung von der Zeit. Wir holen noch mal eine Ladung. Ich hole noch mal eine Ladung, so dass wir da sicher genügend haben. Es ist wirklich schade, dass dieser kleine Traktor so langsam ist, der gerade 12 km/h fährt. Das ist echt schade. Wir haben uns gestern Abend auch noch zusammengesetzt, die anderen Studenten und ich. Wir haben gemerkt, dass es eventuell ein bisschen knapp werden sollte oder könnte mit der Produktion von TMR, also mit der Mischration. Dann haben wir entschieden, entweder mischen wir zusätzliche TMR selbst an oder wir müssen eine Investition machen zum Wohle des Betriebes, dass wir dann halt einfach nochmal 2, 3 entsprechende Fabriken hinstellen, kosten 40.000 das Stück. Natürlich geht das unserem Gehalt weg, das ist klar, das ist ja unsere Investition. Jetzt sind wir noch nicht ganz sicher, wir werden es noch im Auge behalten.
Ansonsten ist es kein Problem, dass wir manuell ein bisschen Mischration anmischen. Genügend Rohstoffe haben wir, Silage haben wir da, Stroh haben wir auch da. Und wenn Stroh knapp wird, dann müssen wir gucken, ob wir vielleicht noch einen Auftrag machen können von einem Nachbarbetrieb, der das Stroh nicht braucht. Das werden wir dann nochmal gucken. Okay, dann nehmen wir nochmal eine Tankfüllung auf hier. Gucken mal in die Auftragsliste, ob wir da irgendeinen Auftrag haben. Also Gerste auf Feld 3, Weizen auf Feld 4, Weizen auf Feld 7 und Gerste auf Feld 13. Schauen wir uns mal die Felder an. Feld 4, 13 könnte man eigentlich machen. Können wir diesen Auftrag annehmen, könnten den nebenan laufen haben, damit wir noch mehr Stroh kriegen. Wie groß ist dieses Stück Land? Das sind 30 Hektar. Okay. Könnte tatsächlich eine Überlegung wert sein, dass wir das Feld abernten nebenbei und das Stroh für uns holen. Also wenn wir das Feld 13 ernten sollten für die Sache an Stroh, dann würde das erst am Nachmittag stattfinden, weil morgen sind wir hier einfach beschäftigt mit der ganzen Anlage hier, um die Kühe gefüttert zu halten und so weiter. Schauen wir uns mal an den Fortschritt an, was bezüglich des Stalles 4. Also die Gülle geht zurück hier, im Stall 6 geht auch die Gülle zurück. Hier mussten wir mal ein bisschen Futter nachliefern. Das ist, ja gut, eigentlich reicht es noch. Wir werden dann am Abend nochmal sehen. Stall 1 ist der am besten besetzt ist, auch am besten ist, was Gülle und so weiter ist. Stall 2 ist auch in Ordnung. Stall 3, Stall 4. Also Stall 1 und Stall 4 sind vom Futter her perfekt. Die anderen könnte man jeweils noch eine Ladung bringen. Das heißt jeweils 70.000. Das heißt, wir müssten 280.000 an Mischration herausnehmen können. Das sollte auf jeden Fall möglich sein. Da haben wir 230.000. Da haben wir nochmal 140.000 und nochmal 120.000. Das sollte möglich sein. Nur habe ich ein bisschen Bedenken, was dann morgen ist. Ja, also ich glaube, die Kühe, die fressen so um die 20.000, 25.000. Da kommen wir nicht hin. Pro Tag oder ja, pro Monat müssen wir gucken. So, jetzt hoffe ich, das wird sich nicht ausgehen. Das heißt, ich werde jetzt hier mal Platz machen und werde danach noch abliefern. Dass wir den auch noch ziehen, dann haben wir Zeit, den Rest zu machen. Aber ihr seht, gibt sehr, sehr, sehr viel Arbeit. Das ist wirklich schön, richtig cool, dass wir uns versorgen können mit Methan, der ganze Hof. Das ist richtig, richtig gut. Okay, wunderbar. Und da haben wir zwei Tankladungen rübergebracht. Das heißt, wir sollten jetzt aus ca. 6, 7 und 8.000 Liter Methan bereit haben fürs Tanken. Das ist richtig gut. Und da können wir jetzt im Prinzip anfangen, Teile des Restes, also des Methans, zu verkaufen an den internationalen Markt. Und das gibt auch noch zusätzliches Einkommen und die Genugtuung, dass es eben organisch hergestellte Treibstoff ist. Okay, dann schauen wir nochmal an, was wir noch an Produktion haben. Also noch haben wir 2500 Liter circa an Methan da liegen.
Das ist hervorragend. Alles andere, diese Produktion sind alle gestoppt, weil einfach kein Platz mehr da ist. Das heißt, wir müssen definitiv hier ein bisschen nachhelfen. Migration ist das hier. Ich würde mal sagen, ich nehme mal einen dieser Traktoren und fahre doch einfach mal Stall 2 und 3 jeweils eine Ladung an TMR zu. Stall 2, 3, 5 und 6 jeweils eine Ladung. Dann sollten die auch wieder gut gefüllt sein, so wie Stall 1 und 4. Also das ist Stall 1, hier laden wir nichts ab, da ist genügend da. Stall 2, da laden wir eine Ladung ab. Dann gehen wir zu Anlage D und nehmen da eine Ladung raus und die fahren wir dann zu Stall Nummer 3. So, dass wir die einigermaßen gleichmäßig leer fahren. Das ist schon cool. Jetzt haben wir noch nicht mal eine Stunde um und haben schon wieder 100.000 verdient. Ja, mein Ziel ist es ja hier mit 160.000, 200.000 Euro wegzukommen, damit ich die Ranch bezahlen kann, ohne dass ich einen Kredit aufnehmen muss. Das wäre die perfekte Ausgangslage, wünschenswert. Und dann werden wir sehen, was noch dazu kommt. So. Dann laden wir hier auch eine Ladung ab. Dann sparen wir den wieder zum Standpunkt C. Dann nehmen wir den anderen Traktor und nehmen da jeweils eine Ladung aus A und B für Stall 5 und 6. Ja, und meine Kollegen kümmern sich um die Milch. Okay, dann gehen wir zum nächsten rüber. Nehmen da auch Mischration und fahren die in 5 und 6. Das scheint, alles andere scheint zu laufen wie am Schnürchen. Also die Milch wird immer noch weggefahren. Gülle wird auch weggefahren. Und damit ist eigentlich für heute schon, sagen wir mal für heute Morgen, die Stallarbeit erledigt. Und das heißt, wir könnten definitiv schon daran denken, das Feld 13 den Auftrag zu erledigen und das Stroh für uns zu gewinnen. Schon fahren wir zu Mischanlage Nummer A oder Buchstaben A. Nehmen da eine Ladung raus und bringen das zu Stall Nummer 6, zu meinem Stall. Ja, der Sommer hier macht schon Spaß. Ne? Also, ob schon es jetzt noch bewölkt ist. Der Sommer hier. Ja, noch dauert es einen Tag und dann haben wir schon das nächste Jahr. Und dann kommt dieser Stall hier. So, dann schauen wir uns mal die einzelnen Ställe an. Also Stall 1 ist grün, Stall 4 ist grün, das ist auch grün, 5, 3 ist auch grün und 6 ist jetzt auch grün. Hervorragend. Also alles im grünen Bereich in den Ställen. Das heißt, wir könnten tatsächlich anfangen, Feld 13 zu ernten. Können wir den Drescher losschicken? So, dann gucken wir nochmal die Milchbestände an. Stall 1 ist 20, das sind 40, das sind 80.000, 100.000, 150.000, 170.000. Da können wir noch ein bisschen warten, weil wir können bis zu 600.000 Liter Milch fassen. Da warten wir noch einen Tag. Alles andere scheint jetzt in Ordnung zu sein. Also Stall 6 ist bei Gülle auch ganz gut dabei. Da sind die anderen Ställe schon schlechter dabei. Das heißt, wir könnten noch Stall 3 angehen. Alles andere scheint in Ordnung zu sein. Also das Alte, die sind 28 Monate. Das heißt, wir können hier noch 6 Monate warten, damit die den höchsten Preis haben. Die geben 1500 jetzt.
Die brauchen natürlich noch 18 Monate. Das heißt, wir müssen noch warten. Sobald die 12 Monate haben, fangen die an, Milch zu produzieren. Dann könnten wir dann diese absetzen. Aber da bin ich ja nicht mehr dabei dann, ne? Das ist dann nicht mehr meine Entscheidung. Wir schauen mal. BGA haben wir bis jetzt 56.000 jetzt reingeholt. Das ist diesen Monat. Verkaufte Milch wieder 160.000 an Einnahmen. Dann bin ich tatsächlich im Überlegen, ob wir jetzt das mit dem Auftrag machen, dass wir da zwei von unseren Traktoren zum Abfahren rüberschicken, einen Überladewagen dazu nehmen, der dann wirklich in dieser quasi Traktoren abfüllt, damit nicht die Überladewagen und so weiter so lange Strecken machen müssen. Das heißt im Prinzip, dass die Traktoren da stehen, warten, bis die voll sind und dann kann natürlich das im Kreislauf dann abgefahren werden. Das könnten wir eigentlich so machen. So, wir haben auf jeden Fall jetzt den Auftrag angenommen, haben die Operation gestartet. Jetzt heißt es eigentlich nichts anderes als überwachen, dass alles gut geht. Der ist jetzt gleich voll. Das sollte jetzt dann eigentlich abladen fahren. Dann schauen wir dem mal kurz zu. Der kämpft sich hier den Hang hoch. Zum Glück haben wir hier nicht den 70.000er genommen, der wäre gar nicht mehr hochgekommen. Vielleicht hätte man auch Doppelbereifung drauf machen müssen. Aber das sind eh nur gemietete Fahrzeuge jetzt. Das sind ja auch nicht unsere. Schauen wir mal, wie das jetzt geht. Ob er seinen Kurs fährt. Das scheint zu klappen. Von der Leistung her stimmt das. Wunderbar, jetzt hat er den Kurs geschnappt. Jetzt fährt er abladen. Jetzt schaue ich mal. Wollen wir gucken, ob er in den ersten ablädt oder in den zweiten. Wäre eigentlich schlecht, wenn er in den zweiten ablädt, aber nicht so schlimm, es ist noch ein dritter da. Derweil Andi wieder einen Füllstand hat von 37%. Sonst wollen wir mal gucken. Und er verlangsamt, ob er das jetzt schon macht. Ob er das jetzt macht. Also es könnte sein, dass er in den ersten ablädt. Das ist gut. Das ist perfekt. Ja, hervorragend. Das macht er perfekt. Hervorragend. Bin gespannt, wie viel der Trans 70 aufnimmt von Gerste. Ob er die 40 oder 50 nimmt, die wir haben, oder nimmt, ob er vorher voll ist. Okay. Also der ist voll, der sollte losfahren. Dann kommt der nächste nach. Klappt perfekt, wunderbar. Ja, das heißt, wenn wir das heute hinkriegen, dann haben wir auch wieder viel geleistet. Da schön mit seinen 68 km/h geht er ziemlich flott vorwärts. Bezüglich der agrikulturellen Produkte, die vor allem exportiert werden aus Argentinien, ist Sojabohnen, Mais, Weizen, Fleisch, Wolle und Wein. Und zwar ist so, Sojabohnen waren in Argentinien bis vor 30 Jahren überhaupt nicht angebaut worden. Und heute ist es das Hauptprodukt. Und zwar wird fast die Hälfte des Ackerlandes in Brasilien, in Argentinien mit Sojabohnen bewirtschaftet.
Und ist also Argentinien ist Nummer 1, was Nummer 1 Produkt, was exportiert wird, und zwar 36%. Argentinien produziert 20% des Sojabohnenbedarfs der Welt, gerade zwischen den USA und Brasilien. Also sehr, sehr, sehr einen hohen, hohen Stellenwert. Und an zweiter Stelle ist, wie schon angetönt, die Fleischproduktion. Also Argentinien gilt als 11. größter Rindfleischproduzent der Welt. Ja. Allen vor allem natürlich die Angus-Rinder, die sehr weltbekannt sind und auch sehr geschätzt sind, die Qualität des Fleisches in Argentinien. Okay, also mit dieser einen Ladung haben wir 12% geliefert. Das heißt, es sollte 8 Ladungen circa sein. Jetzt schauen wir mal, ob er hier vorne rauskommt, weil das ist ein bisschen heikel Punkt. Sonst muss man den neu setzen dann. Mal gucken, weil mit dem Milchtanker bleibt er fast hängen. Jetzt wollen wir schauen. Weil dieser ist ein bisschen länger. Geht. Okay, alles klar. Geht. Auch wenn nicht elegant, aber es geht. Okay, auf jeden Fall, das kommt sehr gut. Der ist jetzt auch schon fast wieder voll. 99%. Also, gehen wir zurück. Argentinien hat mittlerweile ca. 52 Millionen Rind, die gezogen und gezüchtet werden. Welches erlaubt ca. 2,7 Millionen Tonnen Fleisch pro Jahr zu produzieren. Davon sind 133.000 Tonnen exportiert worden, zumindest das die Zahlen 2015. Und soll in den nächsten Jahren oder ist sollte eigentlich in diesen Jahren auch schon wieder so um die 360.000 bis 400.000 Tonnen an Rindfleischproduktion oder Export erwirtschaftet werden. Dadurch, durch das große Vorhandensein an Rind, ist natürlich auch die Milchproduktion sehr, sehr bedeutend. Somit gilt Argentinien als 9. größter Milchproduzent weltweit. Das bedeutet, ca. 11,2 Millionen Liter Milch wurden produziert, wovon 260.000 Liter wurden exportiert, in Form meistens von Milchpulver, 53%. Und die Produktion soll also ansteigen, und das heißt also, irgendwie sollte das noch ca. noch 25% zunehmen in den nächsten paar Jahren. Ja, das ist so ein bisschen ein agrikultureller Überblick über das, was Argentinien produziert. Ich wusste ja schon, dass Argentinien vor allem die Rind- und die Milchwirtschaft sehr bedeutend ist. Also hier wird auch gerade angegeben, Argentinien produziert momentan für mehr als 450 Millionen Personen das Essen. Was bedeutet, dass es im Prinzip 10-mal mehr produziert als die eigene Population, also Bevölkerung. Und daher wird es klar gesagt, dass es ein Gigant sei in der weltweiten Agrikultur oder Futterproduktion mit natürlich großem Potenzial. Was auch interessant ist, dass im Prinzip in Argentinien nur ca. 15% des gesamten Territoriums, also des Landes, Ackerland ist. Und was bedeutet, ja, dass noch viel Potenzial da ist. Auch eine andere interessante
Geschichte ist auch, dass 380.000 Quadratkilometer, also mehr oder weniger die Hälfte des gesamten der gesamten Oberfläche oder ja der ganzen Fläche von Argentinien mit Rinderzucht besetzt ist. Also das heißt, die Hälfte der Landfläche Argentiniens wird zu Rinder- oder Viehzucht benutzt. Wichtig, sehr, sehr wichtiger Faktor in dem Falle, ne? Okay, das geht also hier gut ab hier. Und damit möchte ich hier das Kapitel beenden. Ganz, ganz herzlichen Dank fürs Einschalten, fürs Zugucken. Ich hoffe, euch hat das Kapitel gefallen. Falls ja, dann lasst doch gerne den Daumen da. Falls ihr keine weiteren Kapitel oder auch das nächste Kapitel nicht verpassen wollt, dann holt doch gerne das Abo ab. Somit verpasst ihr auch keine weiteren Inhalte, die auf dem Kanal bearbeitet werden, wie zum Beispiel die berühmten Mod-Vorstellungen aus den Mods, die im Giants Mod Hub freigegeben werden. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken. Wir sehen uns zum nächsten Kapitel. Ich sage danke, tschüss und hasta luego.